So, wir haben schon mal alle. Steckbriefe zusammen. Wir können Pilze umwandeln. Wir können den Leuten mehr Rüstungen geben. Brauchen wir noch einen Punkt für hergestellte Gegenstände, oder? Oh, oder wir kriegen einen Punkt für Fall. Out of the pit into a hellhole. Das wäre natürlich auch noch eine Alternative. Ja, sehr schön. Gut, für Waffen noch ein Punkt. Dann schicken wir gleich mal wieder beide Trupps los. Oder wenigstens einen Trupp Materialien holen. Den anderen schicken wir zum Essen. So. Boing. Ich würde mal sagen, dem ersten Squad, dem wir einen Schreckenslot spendieren können, der kriegt dann die ehrbare Aufgabe, die Steckbriefe zu verteilen. Das wird wohl unser Squad 1 sein, die sind nämlich schon Level 1 geworden. So, der ihr Priester kriegt eine Rüstung. Ah, Waffe habe ich schon freigeschalten. Was brauchen wir als nächstes? Verschiedene Fallen wären nicht schlecht. Arcanum wäre noch besser. So. Für Fallen kann ich ja sorgen. Einfach mal hier zwei so platzieren. Kriege ich wahrscheinlich schon mal für hergestellte Gegenstände. Oh, habe ich schon 5 von 5. Gut. So. Dann rüsten wir alle in dem Trupp mal mit Waffen und Rüstungen aus. Und wenn sie ausgerüstet sind, klappern wir die Steckbriefdinger eine nach dem anderen ab, dass wir hier mal Ruhe vor den Nervensägen von, wie heißt der Typ nochmal, Cooley haben. Und ich hätte den Extraktor auch hier hinbauen können. Fällt mir gerade so auf, oder? Wahrscheinlich ja. Ah, noch ein Schreckensfürst hat jetzt Platz. Okay. Okay, Steckbriefe verteilen. Und nehmen wir uns erstmal den 1er Steckbrief vor. Auch wenn überall wahrscheinlich dieselben Gegner rumlungern. Was sollte ich jetzt machen? Ach ja, so den Squad zum Training schicken. Dann müssen die mir wieder Materialien besorgen gehen. Fall kann ich ignorieren. Baal steht ja Wache. Ich muss nur gucken, dass ich die Jungs loswerde. Die Helden haben schon einiges drauf. Anders als seelenlose Einheiten. War eine Stufe 3 Einheit. Sehr schön. So. Ach, was soll's. Schicke ich dich wieder auf den so einen Materialüberfall. Und wenn Squad 1 wieder da ist, schicke ich. Obwohl, ich schicke Squad 1 dann wie gleich zum nächsten. Zur nächsten. Zum nächsten Steckbrief am besten. Sobald sie sich hier mitgekloppt haben.
Das ist nämlich gut, wenn die ein paar Erfahrungspunkte kriegen. So, oh, was ich machen könnte vorher, ist sie Essen schicken. Du kostest 75, die bringen mir aber nur 50. Gut, das heißt, ihr müsst gleich nochmal los. Tut mir leid, Jungs. So, ihr seid jetzt voll auf Aggro. Also macht ihr jetzt mal die beiden Zweiersteckbriefe. Achso, das ist diesmal ein Kleriker, kein Bogenschütze. Gucken wir mal, dass wir den Kleriker schnell loswerden. Oh, ein Stufe 3 Trupp haben wir jetzt. Das ist nice. Und du bist auch gut dabei, aufzusteigen. Ah. Sehr schön, Frieden und Beute hat uns wieder einen... Hat uns jetzt genug Materialien gebracht. Einen Materialschub, wollte ich sagen. Und wir können doppelte Mauerfallen jetzt installieren. Einen Quetscher. So, noch eine aggressive Truppe. So, du Rüstung, Waffe, 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 Waffe. Squad 3 freischalten wäre das nächste Thema. Squad 1 kann schon mal wieder losziehen. Gibt es 2-1er Truhen hier? Nein. Na gut, ich denke mal, wenn sie jetzt abgerüstet sind, dürften sie auch eine 2er Truhe schaffen. Ja. Das ist ein Level 1 Gauner und Level 1 Bogenschütze. Das ist lächerlich. Krieger und Bogenschütze. So, helfen wir mal etwas nach. Wenn der Krieger weg ist, hat der Bogenschütze verloren. Zwei Helden in meinem Dungeon, bereit für den Extraktor. So, der erste ist schon mal tot. Der zweite wird jetzt gerade tot geprügelt. Was sagen eigentlich die extrahierten Helden? Zwei Stück? Jawohl. Mache ich schon mal den nächsten Squad bereit. Ah, sehr schön, die kommen schon zurück und sehen ziemlich gut beisammen aus, muss man sagen. Ja. Trupp 3 ist kurz vor der Fertigstellung. Trupp 1 sieht gut genug aus, dass wir ihn gleich nochmal losschicken können. Jo. Sehr gut. Nein, als nächstes die Truppen freischalten, denke ich mal. Dass ich auch an die 4 Punkte komme. Dann machen wir halt einen Trupp nur aus solchen Einheiten. Gut, mein Arcanum ist fertig. Ja. Jetzt brauche ich nur noch die 50 Gold. Oh, und ich habe 40 Materialien gerade. Die könnte ich ja mal nutzen, um ein Vorratslager hier direkt neben der Schmiede zu bauen. Das passt da ja ganz gut hin. So, Ratte freischalten. Dann können wir als nächstes den Taurus freischalten. Sobald ich den Squad hier hochgelevelt habe. So, der Squad kann wieder eine Materialmission machen. So, ruhig mal eine Zweier jetzt.
Und ihr, wo ist die letzte? Der letzte Steckbrief ist da. So. Okay. Gut. Dann können wir nämlich als nächstes hier durchbrechen und alles moschen. Dann haben wir hier Platz für Küche, die zweite Küche und die Spelunke. Die Seapoint fürs Helden töten. Hey, hier sind wir schon mal voll. Hier kriegen wir auf jeden Fall nochmal 3 Punkte. Hier kriegen wir 3 Punkte. Hier kriegen wir zig Punkte. Ja. Gut. Guti gut. Ja, Missionsziel erreicht. Warum auch immer die mal wieder ausgeblendet waren. Ah, ich kann die Jungs hier mal ausrüsten etwas. So, Materialien umwandeln. Dann kriegen wir auch die Waffen für die Trupps. Für den Trupp zusammen. Eat, sleep, slaughter. Eat, sleep, slaughter. So, und ich denke mal, dann kann ich mir die Trupps schnappen. Und hier einen Durchbruch machen. So, der Trupp ist doch noch nicht ganz voll gefuttert, aber macht nichts. Das dürfte erstmal reichen. Ich sollte noch ein paar Fallen aufstellen. Find einen Fall. Life. What's the point anyways? Hm. Jetzt hat er es genommen und noch einen Wetscher dahinter. So. Du kannst mal weg da. Ich hoffe, jetzt haben wir Ruhe vor den Schergen. Das würde das langsam echt nervig werden. Hey Kumpel. Kannst ruhig herkommen. Ich will dich nur töten. Boah, du hältst aber gut was aus. Du bist ja auch ein Level 3 Zwergbeschützer. Du bist hier ganz harte Sorte, ey. So. Zauberer, Kleriker, Bogenschützin. Erstmal den Zauberer, der ist am nervigsten. Und dann der Kleriker. So. Und zuletzt die Bogenschützin. So. Sehr schön. Oh, how tedious. I have wings, don't I? Kriege ich auf Level 6 eigentlich frische Imps oder neue Fallen? Frische Imps, sehr schön. So, Ingenieur tot, jetzt da ich den Mist und die Bogenschützin. Und da kommt gleich noch das nächste Opfer angerannt. Oh, how tedious. I have wings, don't I? Obwohl, ich mache jetzt mal die Truhe hier auf. Die Feuermagier. Dann Feuerhexenmeister. Eine Jägerin und ein Beschützer. Die Jägerin ist eher harmlos. Der Beschützer kann ein bisschen Aua machen. Aber sie bringen schon mal wenigstens das Zeug ins Lager. Ah, ich habe 3 Imps über, die ich
und dann losschicken kann. Ah, aber ich kann zuerst eine Schatzkammer, glaube ich, in Auftrag geben. So. Ja, sehr schön. Out of the pit into a hellhole. Dann kann ich wieder Materialien umwandeln. Tropfenstufenaufstieg gekriegt. Ah, als nächstes mal Aushebung machen. Dass ich meinen vierten Trupp krieg. Heroes are entering your dungeon. Ah, Helden im Dungeon. Hey Jungs, falsche Richtung. So. Kommt schön in die richtige Richtung. Hier gibt es nämlich Gift und jede Menge Spaß für euch. Da gibt es halt anderen Spaß für euch. Ah. So. Oh, die Spelunke, die können wir hier dran bauen. Und ich kann schon mal kurz mit Baal. Baal. Out of the pit into a hell. Port dich mal hierher. Geh da raus. An die frische Luft. So, dann kannst du wieder hierher zurück. Eat, sleep, slaughter, eat, sleep, slaughter. Hm.